Wenn man jetzt irgendwelche Scheuerleisten, Türen und sonstiges abkleben möchte, würde ich mein normal. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Freunde, und wir werden heute das sogenannte Frog Tape testen. Ich habe es mal gesehen in der Werbung und etc. und ich dachte mir einfach mal, ich kaufe eine Rolle und wir testen mal, ob das stimmt, was das Frog Tape verspricht. Fangen wir erstmal mit den Grunddaten von dem Frog Tape an, und zwar kostet die Rolle so um die 10 Euro, kommt immer auf die Breite drauf an, und ich habe es bei Amazon bestellt. Und es ist natürlich auch so angekommen, wie es jetzt ist. Hier ist eine Plastikhülle um das Klebeband. Ist für den Umwelt jetzt nicht ganz so geil, ne? Aber ja, es ist zumindest schon mal gut geschützt. Und hier könnt ihr es sehen. Kommen wir nun dazu, wie das sogenannte Frogband denn funktionieren soll. Und zwar, wenn man hin drauf liest, beziehungsweise es sehen kann, es ist alles in Englisch. Das ist schon mal sehr schlecht. Man kann da schon mal ein paar verschiedene Sprachen machen. Hier ist jetzt alles nur Englisch. Das heißt, man ist gezwungen, im Internet nachzugucken. Naja, nicht so weiter dramatisch. Gucken wir mal nach. So, wir sind jetzt hier auf Amazon, wo ich denn das Frog Tape auch gekauft habe. Und wie man schon sehen kann, eine Rolle so um die 10 Euro knapp. Ja, hier sieht man noch ein paar Eckdaten von dem Frog Tape, was es denn grob erstmal alles kann, wo man das Frog Tape draufkleben kann, außen bzw. innen, und wie lange man es natürlich auch drauf lassen kann, mit und ohne Farbanstriche. Lieferumfang, wie es geliefert wird, ist eigentlich klar, das typische Amazon. Und unten, ganz weit unten, steht dann auch, was das Frog Tape denn bewirken soll. Frog Tape ist ein Malerband aus Krepppapier, dank der patentierten Paintblock-Technologie, die bei wasserlöslichen Farben und Lacken Mikrobarrieren formt, gelingt ihr mit dem Frog Tape sicher scharfe Farbkanten. Ganz gleich, ob einfaches Abkleben zum Schutz oder zum Gestalten von aufwendigen Wandmotiven. So viel zum Frog Tape, und hier sieht man auch noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Hier sieht man dann es auch mal richtig und vor allem auch in Deutsch. Wie gesagt, reinigen Sie die Oberfläche, ist ganz klar, abdecken, das Frog Tape mit Andrückhilfe fest auf dem rauen Untergrund andrücken. So, hier können wir schon mal sehen, hier ist Raufaser auf dem Bild abgebildet, ja, doppelt gebobbelt. Und das werden wir auch natürlich testen hier auf der Raufaser. Und mit wasserlöslicher Farbe streichen, also normale Dispersionsfarbe, ist klar. Schritt 3, abziehen. Direkt nach dem Streichen das Klebeband entfernen. Ist immer das Beste, weil wenn du das Klebeband drauf lässt mit angetrockneter Farbe, je mehr Zeit vergeht, desto schwerer lässt es sich einfach abmachen. Ganz klar. Da hat man noch ein paar Gestaltungsbeispiele. Und dann hat man das alles nochmal hier schön umschrieben, ganz unten in der Beschreibung vom Frog Tape. Produkteigenschaften, wo man es denn überall drauf machen kann und wo man saubere Farbkanten gewährleisten kann, zum Beispiel ideal für Fußleisten, Stuckleisten, Fenstertüren und viele weitere glatte bis leicht raue Untergründe. Indoor und Outdoor heißt, man kann es theoretisch auch außen verwenden, wenn man das möchte. Verarbeitbar bis plus 90 Grad Celsius. Gut, sind wir jetzt erstmal alles durchgegangen. Hier ist auch noch, hier ist jetzt nochmal ganz speziell, wie es denn nochmal wirklich funktioniert. Die patentierte Paintblock-Technologie verhindert das Unterlaufen von der Farbe, unter das Klebeband für ein perfektes Ergebnis. Aufkleben, fest andrücken. Frog Tape ist an den Kleberändern mit dem Paintblock-Pulver versehen. Streichen ist klar, kommt das Paintblock mit wasserbasierter Farbe in Kontakt, formt es ein Gel, welches eine Mikrobarriere bildet und verhindert, dass die Farbe unterläuft. Abziehen und fertig. So, das sagt uns jetzt, das Klebeband besteht eigentlich in der Klebefläche aus einem sogenannten Pulver, was bei einem wasserlöslichen Lack bzw. Dispersionsfarbe reagiert, wodurch eine Schicht gebildet wird, was das Unterlaufen der Farbe verhindern soll. Und das werden wir jetzt mal testen. So, das werden wir jetzt hier auf meiner Raufaser testen. Hier habe ich erstmal einen Spiegel abgemacht, weil nicht, dass das die Freundin sieht. So, und hier habe ich einmal das sogenannte Frog Tape.
Ja, und dann habe ich aus dem Malerbereich so ein Goldband, beziehungsweise man nennt es auch Lackband, hat aber eine sehr hohe Klebkraft, wo ich mir dann so gedacht habe, wir nehmen mal eins, was nicht so sehr klebt, und das ist auch hier, das sind die pinken und lilanen Farbbänder, die haben eine wesentlich geringere Klebkraft für kritische Untergründe oder wenn man jetzt, sage ich mal, auf Tapeten abkleben will, damit da wirklich auch nichts hinterherkommt. So, da machen wir jetzt mal von jedem einen Klebestreifen hierher und dann wird das überstrichen. Erst fangen wir an mit dem Frocktape. Also abmachen lässt es sich wie Papierband. Wir können ja noch mal kurz drunter gucken, aber wie man auch sehen kann, es sieht schon ein bisschen weißlich aus unten drunter, aber so richtig Pulver. Wird vielleicht in der Klebeschicht, man merkt schon, also in der Klebeschicht, das könnte Pulver sein, wirklich. Also wir werden es mal sehen, aber schon mal, dass ihr es ein bisschen gesehen habt. Ich habe das jetzt ganz normal drauf gemacht, wie man es im Malerbereich ist. Wir machen jetzt nochmal eins drauf und drücken das richtig fest an. Ne? So. Und ja, ich sehe schon, das erste Problem ist, dass es sehr verformbar ist. Das ist eigentlich wirklich nicht gut. Wenn man jetzt hier andrückt, sage ich mal, und ziehen will, dann kann man hier, ja, naja, also so gerade abkleben ist mit dem jetzt wirklich nicht so gewährleistet. Naja, egal. Jetzt nehmen wir unser sogenanntes Goldband. Na, komm her. Natürlich eingerissen, weil es schon angefangen ist. Wenn wir mal ein Stück abmachen. So, das werden wir hier daneben. Und beim Lackband, weil ich das schon sehr gut kenne, reicht es eigentlich immer nur. Natürlich bekommt man die besten Farbkanten hin, wenn man den Grundton, den man schon drauf hat, unterstreicht auf dem Klebeband. Aber wir wollen ja mal sehen, welches Klebeband hier am besten ist. So, und dann habe ich hier noch unser nicht so stark klebendes Klebeband. Und das machen wir hier dran und man merkt schon, das klebt jetzt nicht ganz so gut. Den Pinsel brauchen wir eigentlich mal nicht. Aber ich glaube, den Farbunterschied sieht man sehr gut. Und da gehe ich jetzt einfach nochmal mit der Rolle drüber und da werden wir mal sehen, was das Frocktape kann. Also, normal angedrückt, richtig fest angedrückt, fast gar nicht, also hier, weil es auch Kurven schlägt, das wollte ich damit symbolisieren. Normales Malerklebeband mit hoher Klebkraft und mit niedriger Klebkraft. So, werden wir mal anfangen hier. So, gestrichen haben wir es und jetzt werden wir es direkt abziehen und mal sehen, was draus geworden ist. Wir fangen beim schwach klebenden Klebeband an und gehen dann so rüber, ne? Da sieht man schon so eine Art Kante. Also ich dachte am Anfang, es ist ein Verkaufsgag, dass da irgendwelches Pulver drunter sein soll, aber wie man sieht, scheint das doch der Realität zu entsprechen und ich finde es jetzt wirklich nicht schlecht, muss ich wirklich sagen. Also hier beim Anwenden hat es mich jetzt echt schon mal überzeugt. So, naja, mein Fazit jetzt erstmal zum allgemeinen Test von dem Frocktape und wie es sich denn so macht. Ich kann es empfehlen, wenn man jetzt wirklich, sage ich mal, irgendwas an der Wand in der Fläche abkleben möchte, wo nichts darunter laufen soll. Wenn ihr wirklich gerade abkleben möchtet, dann ist das Frocktape nichts, denn beim Abkleben verformt es sich sehr leicht und sehr schnell. Und sind wir mal ehrlich, wenn wir selber abkleben, gucken wir umso genauer hin. Und wenn wir irgendwo nur eine Welle drin haben, wird uns das ein Leben lang verfolgen und wir gucken dann sowieso immer wieder auf diese eine Welle. Also ich hätte mir wirklich Schlimmeres erwartet von dem Frocktape, aber es erfüllt dann doch so seinen Zweck. Also ich kann dieses Frocktape
den Leuten empfehlen, die wirklich dann das Klebeband auch andrücken, also wirklich richtig fest, denn nur so läuft auch wirklich eigentlich zu 99% nichts dahinter. So, dann würde ich sagen, ihr wisst jetzt Bescheid über das Frocktape und dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, kauft es euch, wenn ihr wollt und dann haut rein, viel Spaß beim Ausprobieren, euer Patrick, ciao!